Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Der hebt wieder ab, wunderbar. Ja, war ja touch and go, genau. Ja. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Formation, Backtrack Runway, 28 Discretion, Report ready for departure. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Formation, Backtrack 28, Report ready for departure. Fox Romeo Uniforme, vent arrière de la flotteur, main gauche, piste 28 pour un toucher. Fox Romeo Uniforme, mes deux ULM remontent la piste et arrivent bientôt à l'extrémité de la 28, rappel base main gauche. Delta Mike Echo Mike Zulu, ready for departure, runway 28. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation, this will be a right turnout or left turnout? Delta Mike Echo Mike Zulu, formation, right turnout. Delta Mike Echo Mike Zulu, copy, no traffic to report to the north of the airport, wind 300 degrees, 4 knots, and report leaving the area. Delta Mike Echo Mike Zulu, taking off 28, will report leaving the area. En Romeo Uniforme, décollage des deux ULM, ce sera virage droite vers le nord. Affirmation, sur Romeo Uniforme, en altitude. Heute Morgen liegt die Stadt Cherbourg im Nebel und der Airport meldet IMC Instrumentenflugbedingungen. Deshalb haben wir viel Zeit und kommen wetterbedingt erst kurz vor 11 Uhr in die Luft. Die Wolken hängen an manchen Stellen immer noch sehr tief, aber unsere Hoffnung, nicht umkehren zu müssen, sollte sich erfüllen. Und sollte es in Le Havre schwierig werden, dann gibt es dort in der Nähe zwei weitere Flugplätze, die wir anfliegen könnten. Hier sieht man nun unsere tatsächlich geflogene Route. Von Cherbourg aus umfliegen wir den östlichen Teil der Halbinsel, die in Frankreich Contentin genannt wird. Wir fliegen zunächst an dem Städtchen Barfleur vorbei, das als eines der schönsten Dörfer in der Normandie gilt. Danach freuen wir uns darauf, die Küstenbereiche des D-Day an uns vorbeiziehen zu lassen. Unsere Befürchtung, dass wir sie wegen der Wolken gar nicht sehen könnten, sollte sich nicht bewahrheiten. Und hier sind sie, genau in der abgeflogenen Reihenfolge. Utah, Omaha, Gold, June und Swart. Um etwas mehr Zeit zu gewinnen, den Funk von Le Havre abzuhören, fliegen wir aufs Meer hinaus und vermeiden damit die Kontrollzone des Airports Normandie. Letzterer ist unser Alternate Airport, aber Le Havre ist frei und so können wir ganz normal landen. Delta, Mike Echo, Mike Zulu, Formation, we are leaving right now your area and follow the coastline to the east and thank you for your services, bye bye. Delta, Mike Echo, Mike Zulu, Formation, you're welcome sir, the flight information is available with Deauville, frequency 121.425, good flight, see you. Delta, Mike Echo, Mike Zulu, Formation, Deauville, info 121.425, thank you, bye.
Echo, good morning and bonjour. Delta Mike Echo, Mike Zulu. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Deauville Information, hallo. Yes, hallo, and Delta Mike Echo, Mike Zulu, Information with Delta Mike Golf Tango Zulu, close behind me. VFR from Cherbourg to Le Havre, Lima, Foxtrot Oscar Hotel. We have just departed and the intention is to follow the coastline to Le Havre. And please, flight information. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Roger. I do have all this information. Cook 7040, and you will be Delta Mike Zulu leader. And the other aircraft, Tango Zulu, just needs to listen to monitor the frequency. Delta Mike Echo Mike Zulu, my type is CG Charlie Tango POB 2, and the type of aircraft Mike Delta Mike Golf Tango Zulu is Zulu 602 POB 1. Zulu, Roger, report passing Port-en-Bessin and then Whiskey Golf. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report Whiskey Golf, correct? Do you have this waypoint on your map? Stand by short. Delta Mike Echo Mike Zulu, yes, Whiskey Golf, exactly. Proceed and report Whiskey Golf. At this altitude, you are in class Golf airspace. No traffic reported on your route. And the QNH 1024. Just advise me of any altitude change. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, QNH 1024, and will report every altitude change. An den Stränden des D-Day gibt es sehr viele historische Mahnmale, Museen, Bunker und Erinnerungsanlagen. Sie alle aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber die wichtigsten möchte ich hier in den Bauchbinden erwähnen. Darunter natürlich auch die beiden Museen von Utah Beach, die wir gestern besucht hatten. Und Utah ist nun auch der erste der fünf Abschnitte, an denen wir nun vorbeikommen.
An keinem Teil der Küste sind die Kriegsspuren deutlicher zu sehen als hier. Was hier nun auf uns zukommt, sind die Überreste des Hafens von Arromanches. Die Alliierten benötigten nach der Landung möglichst schnell benutzbare Häfen für den Nachschub. Da es hier keine gab, wurden eben welche gebaut. Ein solcher Hafen wurde Mulberry, also Maulbeere, genannt. Es gab zwei Stück davon. Einer wurde noch vor seiner Fertigstellung durch einen Sturm zerstört. Die Bruchstücke des zweiten liegen nun hier vor uns. Versenkte alte Handelsschiffe, Senkkästen aus Beton und weitere Elemente wurden als Wellenbrecher und Fundamente für schwimmende Pontons zu einem Halbkreis verbunden. Die Pontons bewegten sich mit dem Wellengang sowie mit Ebbe und Flut auf und ab und wurden zu Piers verbunden. Eine Woche nach der Landung wurde der Mulberry-Hafen in Arromanches bereits benutzt. Das Dörfchen selbst wurde noch am Abend des 6. Juni befreit. Die Historiker sind sich heute einig. Ohne Mulberry Bay, also diesem Hafen von Arromanches, wäre die Versorgung der Truppen ins Stocken geraten und die Operation Overlord, wie der D-Day offiziell hieß, wäre erheblich ins Stocken geraten, wenn nicht sogar gescheitert. We'll be right back.
der Landung setzen wir uns noch gemütlich für ein Stündchen auf die Terrasse. Danach brauchen wir eine ganze Weile, bis wir jemanden finden, der unser Landeentgelt entgegennimmt. Aber schließlich gelingt auch das. Fox Juliette India Victor Oscar, rebonjour, Mulhem Pendulaire au parking, on roule pour le point d'Alpha. Bonjour Fox Juliette Oscar, la piste est dégagée, route pour Delta 3. Der letzte ist gerade ja, da. Ja, der blaue, genau. Ja. Tandemspringer. Ja. Ah, da, genau. Lavre Info, Delta Mike Echo Mike Zulu, Type of Aircraft CT, Charlie Tango, two people. VFR with flight plan to Echo Delta, Romeo Bravo, taxi to runway 22. After airport Delta, Michael Tango Zulu, type of aircraft Zulu 602, at the parking field VFR to Echo Delta, Romeo Bravo and taxi to taxi holding point Bravo, runway 22. Victor Oscar, Empereur Alpha, en fatigue en école, piste 22 pour un vol à destination de Saint-Valéry. Delta Mike Echo Mike Zulu, taking off 22. Delta Mike Golf, Tango Zulu, lining up 22. Delta Mike Golf, Tango Zulu, taking off 22. Delta Mike Echo Mike Zulu, leaving your area, departure to the north. Bye bye. Delta Mike Golf, Tango Zulu, leaving the traffic pattern to the north, south, bye. Landung und Start in Le Havre erfolgen, ähnlich wie die in Calais, mit Blindmeldungen. Auf Plätzen mit Sprungbetrieb muss man ganz besonders aufpassen, dass man das richtige Zeitfenster erwischt. Aber auch das kennen wir ja schon, zuletzt in Calais. Danach fliegen wir die Küste in nordöstlicher Richtung entlang und bestaunen ein weiteres und gleichzeitig letztes Mal die Klippen von Etretat. Dann folgt unser dreistündiger Heimflug nach Deutschland, dessen Eintönigkeit nur durch zwei Ereignisse unterbrochen wird. Beim Durchflug der TMA Beauvais, hier herrscht viel Verkehr mit entsprechender Funkarbeit, und der Durchflug durch die Kontrollzone von Luxemburg, den wir uns vorgenommen haben, um wenigstens am Ende unseres Fluges auch nochmal etwas Spannendes zu erleben. Und genau dort kommen wir nun gerade an. Luxemburg Tower, good day, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Delta Mike Zulu, good day. Delta Mike Zulu, Delta Mike Echo, Mike Zulu, information with Delta Mike Golf Tango Zulu, close behind me. VFR with flight plan from Le Havre to Pittsburgh. Current position is the border between France and Luxembourg, 10 miles southwest of Tango. Request crossing your airspace via Tango Midfield Bravo to Carly. 801, clear destination, Gros Tanker 2X, departure, altitude 4000 feet, stroke 5655. 801, do you request full length or intersection Charlie? 801, Charlie, approved behind landing, pipe on short final line up and right runway 24 behind. Delta Mike Zulu, crossing from Remick via Sierra, runway 24, QNH 1022, next report Remick. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation 1022 QNH. And next report Remick. Luxair 801 wind 230. Dann fliegen wir ja noch weg, aber na gut. Genau. Das Take-off Super Luxair 801 ID. Wahrscheinlich irgendeinen Grund für haben. Ja, Verkehr. Ja. Kotokastro X-Ray 4000, Quark 5650, Luxair 553.
S553, correct, report ready. D'accord. S553 via Charlie, wind 220 degrees on 0 knots, 1824, clear takeoff, Quebec. 24, clear takeoff via Charlie, Lux 553, Eddie. Das ist der Platz, da. Ja, haben wir schon gesehen, ja, genau. Und rechts Cargo. Könnte er uns noch reinlassen, hey. Ja, ich weiß nicht, was er will, warum, keine Ahnung. Ja, warum sollen wir erst nach Remig? Wo ist denn das? Da vorne. Ja. Charlie, 4 Kilo Bravo, ILS 2. Yeah, 4 Kilo Bravo, good day, wind 270 degrees, 12 knots, 1824, clear to land. Yeah, 24, Lux, 4 Kilo Bravo. Kommt noch einer, siehst du? War es nicht sogar Cargo Lux? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, Position Remig 2400, turning in Mosquera. Delta Mike Zulu, next report, Sierra 1824, QNH 1022, maintain 2000 feet. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report, Sierra, QNH 1022, next report, Sierra. Hey, QNH muss noch anpassen. Ja. Tag sehr, 4 Kilo, Bravo, Vacate, right, Delta 2, Taxi, Apron, Papa 1, Quebec. Delta 1, Papa 1, Papa 1, Delta 1, approved. Delta 1, Papa 1, 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 Delta Mike Zulu Formation, cross threshold 24. Listener Tower, Helicopter, RSQ2, good day, 2 minutes for your MERSA inbound for medical cluster landing. Helicopter, RSQ2, Roger 1824, QNH 1022, enter CTR. 241022, proceeding, RSQ2. RSQ2, Papa Right Delta 2, take safe and Papa 1, goodbye. Lima India Zulu, line up and wait, runway 24. Lining up and waiting, runway 24, limited Zulu. Lima India Zulu, wind 300 degrees, 8 knots, runway 24, clear takeoff. Runway 24, clear takeoff, limited Zulu. Delta Mike Zulu, leave the control zone via Kali, next report leaving. Delta Mike Echo Mike Zulu, we leave via Kali, next report leaving. Oscar Mike Zulu, traffic information is an RSQ helicopter entering the CTR now, proceeding southbound. Delta Mike Zulu, formation, traffic inside. Delta Mike Echo Mike Zulu, inbound Kali, leaving CTR. Delta Tango, correction, Delta Mike Zulu, proof to leave, sorry. And thanks for crossing, Delta Mike Echo Mike Zulu Formation. Pleasure. Delta Mike Echo Mike Zulu, nun im rechten Gegenanflug, Piste 2-3. Delta Mike Zulu, Endanflug 2-3. Unsere Tour de France ist hiermit beendet. Wir sind wieder in Deutschland. Klappe 4300 Kilometer sind wir in diesen 9 Tagen durch die französische Weltgeschichte geflogen. Das sind gut 2 Stunden reine Flugzeit pro Tag. Für eine solche Tour nicht einmal besonders viel. Vor allem wollte ich dieses Mal die komplette Atlantikküste abfliegen und das hat ja auch bis auf Biarritz und Brest ganz gut geklappt. Die fehlenden Ecken werde ich aber irgendwann noch einmal nachholen. Auch die Pyrenäen stehen als eines der letzten fehlenden Frankreich-Regionen noch auf der Agenda.